Moin moin, herzlich willkommen liebe Leute, Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017 geht die nächste Runde. Ich wünsche natürlich allen, die heute Feiertag haben, auch heute wieder einen schönen Feiertag, aber Halloween ist Geschichte, die Kürbisse sind wieder weg und wir spielen ganz normal weiter. Es geht heute natürlich daran, Feld 6 fertig zu düngen. Da hatten wir gestern noch den Düngerstreuer losgeschickt, der nicht besonders weit gekommen ist. Damit mal unsere erste gute Tat hier in die Richtung losschicken. Ein bisschen Licht. Dann sehen wir vielleicht auch was, wo wir schon gedüngt haben. Hier können wir ihn erstmal ansetzen. Wir müssen drüben noch das Vorgewende machen, damit das besser funktioniert, damit er gleich nicht an den Bäumen oder so hängen bleibt. Machen wir da vorne einmal schnell selber das Vorgewende. Dann können wir den Helfer hier fahren lassen und müssen noch überlegen, ob wir noch vorher auffüllen, den Düngerstreuer. Es wird ganz knapp. Ich glaube, es reicht nicht ganz. Ich weiß es auch nicht. Mal gucken. Ja, ne? Und falls ihr gestern noch keinen Kommentar hinterlassen habt, seid ihr heute nochmal aufgefordert. Wer hat sich verkleidet? Und wenn ja, als was habt ihr euch verkleidet? Vielleicht gibt es ja so eine paar unterschiedliche Kostüme hier aus euch Zuschauern. Würde mich mal interessieren, wenn da Leute dabei waren, die sich verkleidet haben und vielleicht um die Häuser gezogen sind oder wie auch immer irgendwie auf einer Gruselparty waren. Würde mich mal interessieren. Also gerne mal dazu einen Kommentar da lassen, wenn ihr Bock habt. Was habt ihr euch verkleidet und wenn ja, als was hattet ihr euch verkleidet? So, einmal hier ausmachen. Starten wir hier noch schnell unser Vorgewende. Ja, da muss man sagen, das lohnt tatsächlich irgendwie nicht wirklich, ne? Also mit knapp hier nicht mal mehr 40% kann er ein paar Bahnen fahren. Wird aber nicht reichen, um das ganze Feld zu düngen. Aber macht nichts, dann setzen wir nachher wieder an der anderen Stelle an. Weil erstmal wollen wir jetzt gleich über Nacht noch unsere Maishexeflotte wieder aufräumen. Die haben wir ja auch schon passend hingestellt, so dass wir die ziemlich direkt mit dem Follow Me zum Hof zurückkriegen. So. Also nehmen wir mal den hier. Auf Fahrer entlassen. Kurs. Achso. Kurs rausschmeißen. Und wir müssen diese ganze Kette jetzt zurück zum Hof ziehen. Also zum BGA Nord vielmehr. Müsste ja eigentlich klappen, ne? Hier. Ohne Offset und auf 15 Meter Abstand. Motor zuerst anlassen. Ja, 20 Meter Abstand schon in Ordnung, sonst fahren die sowieso ständig in die Kandare. Motor anschmeißen. Der soll mal lieber 25 Meter Abstand halten mit den Anhängern. Motor anschmeißen, Licht an. Der kriegt auf jeden Fall kein Offset und muss auch mal irgendwie, was weiß ich, man kann sogar einzelne Meter machen. Wie habe ich das denn hingekriegt? Guck mal, da sieht man mal wieder, wie wenig ich mich mit dem Follow Me auskenne. So, alles blinkt, alles folgt. Oh, nochmal ausnahmsweise ein bisschen mehr Licht hier für unsere Kette. Hofft natürlich, dass sie auch alle schaffen, bis zum Hof zu folgen und wir keine Fahrzeuge unterwegs verlieren. Ist schwierig, weil wir mit Verkehr aktuell fahren. Und hier geht es schon los. Leichte Startschwierigkeiten. Biegt er in unsere Richtung ab, das Auto? Nee, fährt durch. Wieso sie so spät hinterherfahren, ne? Die reagieren echt recht spät. Jetzt müsste doch langsam mal der Krone. Ja, okay, jetzt reagiert der Krone. Der John Deere hat leichte Schwierigkeiten auf der Straße, sieht man da hinten. Jetzt hat er gleich die. Okay, jetzt hat er die Bahn. Und der Traktor fährt relativ zügig hinterher.
Weil die heizen so doll aus der Feldausfahrt raus. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, wir brauchen ewig Platz. Sieht aber gut aus. Von da kommt kein Auto. Von da kommt ein Auto. Aber der fährt doch durch. Ja, okay, dann warten wir den noch ab. Blinken ordnungsgemäß. So, jetzt geht's los. Also, Flotte. Oh, da kommt wieder ein Auto. Es wird also sogar schon schwierig und kriegen alle rechtzeitig hier rum. Eine schöne Überführung. Oh. Ja, da hat sich jetzt mal zwischengedrängelt, das kleine Auto hier. Sollte ein bisschen Angst haben. Ja, okay, da sehen wir, das nächste Auto hat sich irgendwie zwischengedrängelt, kämpft gerade mit dem John Deere Häcksler. Unfall da hinten. Ja, egal. Dann ziehen wir jetzt mit den ersten beiden schon mal durch. Die anderen werden wir verlieren. Oder das Auto spawnt gleich wieder weg. Dann würden die nochmal hinterherkommen. Ansonsten nicht. Aber macht auch nichts. Ups. Das war auch knapp. Hier haben wir jetzt eh noch unsere Fahrzeuge, die wir noch abkippen müssen. Eigentlich können wir auch den Cargos nachher gleich dran lassen. Finde ich, der ist ja auch nicht unpassend für die Zuckerrüben. Und hat schön Kapazität. Ist nicht ganz so wichtig eigentlich, große Kapazität, weil wir wissen ja, dass die Zuckerfabrik direkt nebenan ist und wir also gar nicht so weit fahren müssen. Aber trotzdem. Wie viel haben wir denn hier angekarrt mittlerweile? Guck mal, 3,3 Millionen fast. Also da sind auch nochmal 1,5 Millionen Einnahmen hier drin. Dann sollen wir das auch mal, glaube ich, gleich zusammen fertig schieben lassen von dem Helfer. Und dann wird das abgedeckt schon bald und kann hier vor sich hinrotten, damit wir dann später mit dem Helfer-Radlader das alles verkaufen lassen. Das ist ein guter Plan, meiner Meinung nach. So, und das hier wäre dann schon der Abfahrer für die Zuckerrüben später. Mach doch mal die hier Lampen aus, Licht aus, Motor aus, alles aus. Riesen Haufen hier vorne, ne? So, Rest, weil, ne, wir müssen den jetzt nicht zwingend noch komplett voll brechen, voll machen nachher mit dem Gras. Ich denke wirklich, den Kronebeck M loszuschicken. Krone Ultima zum Ballenpressen. Obwohl, wir haben sie ja wieder verkauft. Aber dann kaufen wir uns sie wieder. Kriegen wir schöne Silageballen. Wir dann eben hier direkt verkaufen können. Und eine so eine volle Ladung Silageball nachher mit dem großen Tieflader. Das ist an Rundballen auch richtig. Da steht richtig Geld jedes Mal drin. So, hier kommen die ganzen Trailer wieder rein. Und der wird demnächst irgendwie überführt werden zum Hof. Wir müssen erstmal den Rest holen. Ja, der Düngerstreuer fährt sogar noch. Sehr cool. Und die hängen hier immer noch rum, ne? Ja, das ist auch schade. Kann man da nicht rein? Möchte da gerne rein? Ja, danke, geht. Also der hat keinen Helfer mehr drin, oder? Was schiebt denn hier so? Oh, ich hänge am Schneidwerk fest.
fiese Nummer. Will er da jetzt auch nochmal hin, wo der andere gerade eben stand? Hat er die Wege gelockt? Im Zweifel holen wir sie jetzt doch einzeln. Das geht ja auch ziemlich schnell. Hauptsache, wir kriegen sie überhaupt zurück. Bevor wir da jetzt noch stundenlang mit beschäftigt sind. Ist noch recht sauber, die Geräte. Also brauchen auch nicht wieder gereinigt werden. Genug Sprit ist auch noch im Tank. Also, die kommen auch hier so in die Halle rein. Nachfolger H gestoppt. In Klammern zu weit hinten. Wir können mal den Aufschieber hier losschicken jetzt. Dann holen wir erst die anderen. Da haben wir ja extra letztes Mal den Cosplay-Kurs noch gespeichert. Obwohl das Einfahren fast genauso lange, ich glaube, es genauso schnell geht wie Cosplay laden. Das soll jetzt hier schön aufschieben, den ganzen Rest, und dann wird es bald zugedeckt. So der Plan. Wir hatten es genannt, BGA Nord. Silo einschieben. Guck mal da. N Nord. Mal ausgeschrieben, mal nicht ausgeschrieben. Irgendwann nehme ich mir vielleicht mal eine Stunde Zeit und lade alle Cosplay-Kurse neu und speichere sie dann unter neuen geschickten Namen. Kann man ja machen. Und bring mal richtig Ordnung in meine Handvoll Cosplay-Kurse. Mal den auch mal wieder losschicken. Ich glaube, der hat aber auch gar nicht so viel zu tun, ne? Das ist aber unser geschickter Wasserverteiler eigentlich. Und irgendwo hat er bestimmt ein bisschen was zu verteilen, ne? Bei der Brauerei zum Beispiel. Deswegen, den können wir ruhig losschicken. Der Helfer ist fertig, hat das Feld komplett gedüngt. Lass uns mal schnell rüber gucken in den Düngerstatus. Oder hat er eine Bahn verpasst? Ja, die eine Bahn hat er knapp verpasst hier vorne. Liegt er natürlich im wegen der Wechsel. Und noch 6% drin. Da hätte ich nicht gedacht, dass das reicht mit dem Feld. Und die 6% reichen ja auch noch fast hier für den Rest. Ja, es reicht. 5. 4. Wenig Verbrauch irgendwie. Jetzt müssen wir den auch noch zurück zum Hof fahren. Also heute ist tatsächlich eine Aufräumfolge. Morgen geht's dann los. Morgen wird es auch wieder, ne, Sonnenaufgang. Wir gehen tagsüber wieder in die einfache Geschwindigkeit. Ein Stück weit zumindest, denke ich. Ja, wir haben noch 3,6 Millionen. Ein kleines Schuppen Geld noch. Und wir konnten auch noch Feld 12 zum Beispiel kaufen. Nicht der schnellste hier. Oh, erinnern sich, ne? Der ist auch so dreckig, den müssten wir mal beim Reiniger abstellen. Der müsste bald gereinigt werden. Ist ja nicht mehr so ansehnlich. So, haben wir das geschafft, haben wir das geschafft. Und bald müssen wir tatsächlich überlegen, was wir wieder ansehen. Drillen ohne Ende. Ich weiß noch nicht genau, ob wir eine große Getreideernte starten, große Rapsernte. Rapsernte, eine große, könnte man sich vielleicht sparen, wenn wir tatsächlich gleich noch ein großes Feld kaufen würden. Und dann haben wir genug Raps für die Dieselproduktion und für Speiseölproduktion. Und Raps ist auch immer nicht, man muss nicht ganz so viel fahren, ne? Und wenn wir nochmal auf unseren Preismod gucken, dann sehen wir aktuell Korn ist super gut im Preis. Bierfass bei Lidl immer noch, sogar noch ein bisschen besser als vorher. Mist bei der BGA würde auch sich lohnen. Bierkasten am Stadion ein bisschen gesunken. Obstler, Edeka ist immer noch gut. Backwaren, Fleisch, Kuchen. Pellets beim Heizkraftwerk. Richtig guter Preis.
Kriegen wir auch 10.000 pro Palette beim Heizkraftwerk. Ja, weiß ich noch nicht genau. Wurst ist noch im grünen Bereich. Steigend. Heu. Heu beim Strohgrasverkauf bringt gerade richtig Geld. Weil irgendwie mal 4, genauso wie Gras mal 4 ist. Also das würde hier am Hof und sowas natürlich auch richtig, richtig Geld bringen aktuell. Oder Mercedes-Benz, der wird jetzt immer regelmäßig angezeigt werden. Wir wollen jetzt aber hier nochmal sehen, dass wir da nochmal versuchen, die Fahrzeuge zu BGA Nord zu bekommen. Ja, und jetzt nehmen wir auch beide, ne? Ich fahre jetzt nicht noch zweimal. Nur weil er hier irgendwie gerade so komisch an der Laterne hängt. So, Nachtsüberführung, wir fahren leise. Aber das Gute, ne? Die Straßen sind frei. Oh, da kam aber auch rausgeschossen hier. Ist auf dem Weg zur Arbeit wahrscheinlich, der Bäcker. So, da wären wir. Was macht der Schieber da vorne? Der hat den großen Haufen schon fast weggeschoben. Jetzt müssen wir einmal schnell den Verfolger loswerden. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge, liebe Leute. Wir haben ganz gut aufgeräumt. Wir müssen dann morgen, wie gesagt, alles vorbereiten. Für die große Zuckerrübenernte. Also wir haben ja zwei Zuckerrübenroder. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welche Schneidwerke die dran haben. Das ist ja immer nicht ganz so leicht zu erkennen. Aber ansonsten müssen wir nochmal schauen, dass da Zuckerrüben draufsteht als Schriftzug. Damit wir nicht mit den falschen Schneidwerken da zum Feld fahren. Das wäre ein bisschen ärgerlich. So, hier haben wir Cargos. Den lassen wir hier stehen. Wir brauchen für die Zuckerrüben nur einen. Also fahren wir die beiden nochmal rüber. Das machen wir aber morgen, ne? Für heute soll es das gewesen sein, liebe Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Mit einem kleinen Like würdet ihr mich super unterstützen. Allen, die noch einen Feiertag haben heute, wünsche ich natürlich noch einen schönen Restfeiertag. Und ja, bis morgen und tschüss.